Willkommen zurück zu Doom 3. Ja, wir sind hier gerade immer noch mitten in diese fette Labor und müssen, keine Ahnung, ist das überhaupt ein Labor? Nee, Kraftwerk oder sowas. Keine Ahnung, hier sieht irgendwie alles gleich aus. Meine Taschenlampe ist immer noch wundervoll aktiv. Wow, 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 wow. Bleibt mal geschmeidig, Fräulein. Okay. Alles ist gut. Kommen nur irgendwelche Leichen von oben. Na komm. So. Braucht man gar nicht auf eine doofe Art kommen. So. Haben wir hier irgendwas, was wir betätigen müssen? Das sieht nicht so aus. Da drücken wir mal noch ein paar Health Points. Moment, Moment. Ich habe das Gefühl, ich höre hier wieder irgendwas. Ja, komm. Und wenn ich jetzt mir kralle, diese Dinger hier, dann kommt dann irgendein Gegner oder so. Nö, hier murmelt man einfach nur so ganz fröhlich. Na gut, dann will ich mal schauen, was mich hier noch so erwartet. Wieso denn? Wieso hältst du ein kleines Drecksvieh so viel aus? 303 Schuss. Der nächste da was. Boah, was macht der denn hier für eine Aktion? Konnte er das schon immer machen? Ich weiß es gar nicht. Schon ewig her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Irgendwas steht mir im Weg. Na. Kurz ein bisschen rennen. Oh, guter Wurf. Na komm, noch ein Stückchen. Oder auch nicht. Mann. So, was ist jetzt mit euch? Habt ihr jetzt genug getrödelt hier? Und dann weiter. Wie dreckig, dass die jetzt hier aus jedem Arsch rauskommen. Was soll denn das? Nein, ist klar. Schon wieder ein Reaktor. Oder ist das der gleiche? Ich weiß es nicht. 100 Grad Celsius, na, den kann man doch noch anfassen. Naja, fast. Ich höre schon wieder. Von wo? Oh, was war denn das jetzt für ein Buckler? Was ist das denn jetzt? Warum? Erst diese Hake. Vielleicht liegt das daran, dass ich gerade ein Windows-Update produziere. Das ist auch ein bisschen seltsam. Seit wann sollten Windows-Updates solche Haker machen? Okay, haben wir da drin irgendwas? Alles sieht hier ganz normal aus, das ist gut. Ja, klar. Vielleicht geht das Ding hoch. So, och, nö. Hallo? Mann, ey. Das gefällt mir so überhaupt nicht. So, Wechselstab B. Sehen Sie die Karte? Nein, Sir. Okay, gehen wir zur Kommunikationsanlage. Wir stoppen die Übertragung von dort. Wie Sie wünschen, Kanzler. Was zum... Was... Was bei... Gut, also das hier sieht zumindest schon mal wieder ganz fröhlich aus. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Zustab 2 ist repariert.
kommen. Da ist noch ein zweiter. Ich habe ihn doch gehört, ich wusste es. So, sicherlich noch ein dritter oder so, wahrscheinlich von hinten. Nee, zum Glück nicht. Das ist gut. Gucken wir uns hier mal um. Nee, das ist irgendwie nix. Ja, ich wusste doch, da kommt noch ein dritter. Nachladen. Alles ist gut. Alles ist schön. Die Luft ist rein. Ja, mehr oder weniger. Das gefällt mir gar nicht. Na, jetzt bewegt sich sicherlich die Leiche oder so ein Kram. Oh, da kommt sicherlich nicht. Da kommt gleich wieder solche Frauenköpfe angeführt. Ja, alles klar. Aber zum! Kommst du mal ein bisschen klar hier? Nicht von hinten ran schleichen. Olle Sau. So. Was haben wir hier? Ein bisschen Medikit. Ist immer praktisch. Was haben wir hier an vollen Zeugs? Aber wir haben schon wieder gut MG-Muni gesammelt, das ist schön. Minigun sieht ein bisschen mittel aus. Granaten haben wir noch ein paar. Meine BFG ist voll. Das ist gut. Ja gut, das ist klar. Und nochmal ein bisschen BFG-Action hier starten, würde ich meinen. So. Dann wollen wir mal. Ja, für BFG ist Blödsinn. Ich nehme lieber wieder das normale MG. Da habe ich wenigstens. Also da können die Köpfe wenigstens nichts machen. Ach, ich habe das Gefühl, hier krabbelt gleich irgendwas hoch und wartet auf mich. So ein Schwachsinn. Boah. Wieder oben. Oh, super. Gespeichert. Das heißt, hier wird sicherlich gleich irgendwas auf mich lauern. Hör ich denn schon irgendwas? Nix. Ganz vorsichtig. Nach und nach. Schritt für Schritt. Wir sind nicht auf der Flucht. Sind wir eigentlich schon. Aber das ist mir egal. Okay. Hier scheint es einigermaßen sicher zu sein. Keine Risse oder so. Alles gut. Jetzt sind wir hier oben. Der Tür sind wir jetzt mal gekommen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich in diese rein oder so. Nein. Boah, vielleicht der nächste. Fuck. Scheint wohl doch irgendwie der richtige Weg zu sein. Haben wir hier nicht eine Map oder irgendwie sowas? Gucken wir doch mal. Inventar. Wir haben Waffen. Wir haben eine Videodisk. Wir haben E-Mails. Irgendwie. Uah, Scheiße! Uah, Alter! Komm ab klar, Junge! Versteck dich hier im Wandschrank! Naja, das sieht ja auch sehr einladend aus mit den Fässern hier unten. Aber ich glaube. Wow. Hoppla.
so wollte ich das jetzt nicht machen, aber gut. Freut mich, dass ihr damit einverstanden wart. Boah, scheiße, Alter. Von überall gehen immer diese scheiß Türen auf. Ist hier wenigstens irgendwas drin? Nö. Ach, schade, dass man sich hier nicht wie bei 4 so um die Ecke lehnen kann. Ich glaube, das wird die Sache noch um einiges anstrengender. Oh. Ich liebe es. Lieber ein ruhiger Mars als ein Mars voller Monster. Ja gut, da hast du dich einfach mal selber verraten, selbst schuld. Dafür kann ich nichts, Süßer. Aber an sich auch gar nicht so verkehrt, dass er das gemacht hat. Ich jetzt mache mal ein bisschen Muni. Schön strubbig hier, sehe ich gerade am Licht. Wundervoll. So. Komm, dieser Fettsack. Bin ich jetzt hier richtig? Gehe ich hier jetzt richtig oder gehe ich jetzt ein bisschen? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Kann man einer mal diese alle Maschine hier abstellen? Einfaches Ding. Da drüben ist noch irgendwas. Das könnte Muni oder so sein. Ja, das war ganz nett. Würden die nicht so asozial rumknurren? Da sitzt noch irgendwo was in dem Raum. Ich hab's ganz genau gehört. Oh Mann. Die hört's doch auch, oder? Ich bin's nicht. Ganz sicher nicht. Ich höre sie ganz eindeutig knurren. Und das Flackern kann echt zur Epilepsie führen. Oh. Leute, da kommt mir der Angstschweiß. Naja, nicht ganz. Es ist eher so dieses... Auf einmal kommen diese Viecher hier um die Ecke geschossen. Man kann da nichts gegen tun. Ganz gemütlich. Ist fast wie ein Spaziergang hier. So. Ja. Von hinten oder was? Von hinten. Du alle Potsau. Hier einfach anschleichen, ja. Ist noch einer. Von wo? Alter Falter. Meine Muni neigt sich hier echt mies dem Ende. Ah, wir sind hier definitiv richtig. Hier stand das Auto. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kriegen wir hier nochmal ein zweites Auto oder so geschenkt. Können wir hier durch die Botanik fahren, die es nicht gibt. Oh ja, super. Ich krieche hier einfach mal runter, um zu gucken, was hier unten ist. Ich meine, man hat ja sonst nichts zu tun, außer in einem Horrorspiel irgendwo drunter durchzukrabbeln. Ist ja nicht so, dass hier irgendwelche Platten auf einmal auffliegen können, ein Viech nach einem greift oder so. Nein, nein, nein. Das wäre ja
Fehler, offline. Irgendwie sieht dieser Rechner aber ziemlich online aus. Was haben wir hier? Zugangscode eingeben. Verriegelt. Die haben hier gar keine 0. Ich wollte 0815 eingeben. Mit den Spaß hat man mir erlaubt. Na gut, dann wird das da hinten wohl die richtige Tür sein. Eigentlich schon ein bisschen gemein. PDA. Das ist gut. Sehr schön. Minigun wahrscheinlich, Munition. So, wir haben ein neues 9 PDA-Dingens. Ist das der hier? Für eine militärische Übertragungskarte. Gucken wir nochmal. E-Mail, herzlich willkommen, Kreditkarte. Doch, hier unten. Mrs. Swenson. Ja, das ist doch... Welches PDA haben wir denn jetzt eingesammelt gerade? Kann man das denn hier irgendwo nochmal sehen? Scheiße. Na gut. Müssen wir uns hier leider ein bisschen durchwühlen. Oder... Naja, machen wir erstmal einen Cut. Bis gleich.